Willkommen zurück im Krieg gegen die Niederlande, Savoyen und Siena, der eigentliche Kriegsgrund. Wir machen weiter, sind schon sehr erfolgreich eigentlich, besetzen trotzdem noch den Rest. Ich bringe aber schon mal eine Armee wieder nach Süden, die Armee bringe ich nach Osten. Gut. Währenddessen setzen wir fleißig noch die ganzen Länder der Niederländer. Und wir konnten sogar diese Armee hier stellen. Und damit auch besiegen. Ah, in Krain gibt es noch was. Aber da kümmern wir uns drum. Da marschieren wir vorbei. Und die Schlacht hier gewinnen wir in Kosa. So, und jetzt heißt es schnell Santé zurückerobern und danach Chesapeake. Dann müssten wir doch hier auch Gebiete fordern können, eventuell. Das wäre sehr schön. Ich meine, vielleicht können wir das ja jetzt schon. Ich teste es mal. Wir haben sogar 66% Kriegsstand. Ich möchte keine Ansprüche aufgeben. Wieso? Normalerweise kann ich doch hier immer Sachen fordern direkt. Aber das geht wahrscheinlich wieder nicht, weil ich hier keinen Haken bei den Niederländern habe. Ah, das geht nicht. Genau, ich muss eine Festung da besetzen, okay. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Erstmal schnell Santé hier zurückerobern. In der Zeit besetzen wir hier die Feinde immer weiter, einfach. Beziehungsweise wir ziehen uns zurück schon mal wieder. Ja, wir kommen ja auch rechtzeitig, würde ich mal behaupten. Wollte ich doch gar nicht. Kann ich die hier abfangen vielleicht? Die Niederländer. Ich probiere es einfach mal. Ja, ich krieg sie. Belagerung von Santé gewonnen, das heißt sofort nach Chesapeake. Die Influenz kümmern wir uns. Auf nach Chesapeake. Hier besiegen wir wieder die Niederländer auf russischem Boden. So, hier kümmern wir uns um die Rebellen. Ach ja, wir können ja auch noch Frieden mit Ulm und so weiter schließen. Aber die haben ja gar kein Geld. Dann würde ich ja fast die Religion einfach erzwingen wollen. Einfach, weil ich es kann. Wieso nicht? So, mit Ulm ist Frieden gemacht worden. Wer ist denn noch dabei? Frankfurt. Das wird aber noch belagert, sehe ich gerade. Holstein auch. Ah, hier sind... Was, Portugal? Voll Niederlande? Die Maschinen hier nur rum, jetzt habe ich schon kurz Angst bekommen. Neu-Portugal besetzt diese Rebellengebiete für uns zurück. Das ist aber freundlich von ihnen. So, und wir erobern jetzt die Festung Chesapeake. Dann müssten wir doch auch einiges fordern können. Das wäre jetzt richtig stark, wenn wir das noch hinbekämen. Dass wir da ordentlich Land fordern können. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Oh, hier unten. Habe ich ganz vergessen, gibt es ja auch eine Rebellion. Oh, und hier bräuchten wir wieder unseren Anführer. Und dann nehme ich einfach mal den da oben. Michael. Dass wir in Afrika auch wieder für Ruhe und Ordnung sorgen. Komm, wir helfen hier mal kurz vielleicht. Für den nächsten Perk, 35%, vielleicht reicht das ja. Staatsehe machen wir wieder. Ah, 49%, das könnte aber reichen. Oh, hier sind aber schon wieder die neuen Niederländer. Shit. Das wäre nicht so gut, wenn die hier schon wieder die Festung von Santé erobern. 21% haben wir Glück. Ja, Seuchenausbruch. Und hier 42%. Okay. Wir marschieren überall. 49%. Komm, die Festung fällt doch jetzt. Nein, sie fällt nicht. Kein Glück.
Und hier sogar 35%, das ist wieder zurückgegangen. Der Erfolg. Ja, toll. Und Santé ist natürlich gefallen. Sowas Blödes aber auch. Interkolonialhandel. Da verliere ich lieber einen Merkantilismus tatsächlich. Oh, wir könnten hier wieder Militär. Oh, das ist eine richtig krasse Vorstoßkriegsführung. Ich glaube, die nehmen wir. Wehrpflichtigen Infanterie. Die müssen wir uns schnell holen. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass sie uns nicht angreifen, bis die sich regeneriert haben von der Moral. Aber das scheint, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, wir haben Chesapeake erobert. Jetzt bin ich gespannt, ob das schon reicht, dass wir Chesapeake erobert haben. Schauen wir mal. Wobei den 64%, den Perk, den warte ich noch ab. Muss ich jetzt hier nur aufpassen, dass die uns nicht angreifen. Ja, Lübeck ist auch noch gefallen. So. Können wir jetzt mehr fordern? Also so auf den... Auf die fällt er schon mal nicht. Hier aber schon. Perfekt. Schade, dass wir jetzt hier nicht irgendwie einfach Nordamerika gleich fordern können. Hm. So, ganz wichtig. Endlich mal hier diese Zwischengebiete. Worauf wir schon Ewigkeiten warten. Und dann die wichtigen Gebiete hier auf jeden Fall. Das kostet zwar jetzt viel aggressive Expansion, aber das ist uns egal. Das macht nicht so viel hier. Wir können hier, denke ich, ohne Probleme alles fordern. Schauen wir mal. Ja, okay, das machen sie dann doch nicht. Boah, 212 aggressive Expansion. Aber halt in Nordamerika und da ist es nicht so schlimm scheinbar. Wie viel Geld? Oh, die haben aber auch ordentlich Geld. Ich würde gerne auch ein bisschen Geld fordern. Vielleicht nehmen wir hier ein bisschen was zurück. Ah, Ohio ist schon nicht schlecht. Teuer ist Ohio noch zu nehmen. Das machen sie aber nicht. Weil die Forderungen den Kriegsstand übersteigen. Will ich hier noch auf was verzichten? Aber eigentlich will ich hier auf nichts verzichten. Und Geld haben wir eigentlich, deswegen verzichte ich lieber auf ein bisschen Geld. So. Das ist der Frieden. Wir kriegen fast die gesamten Kolonien, die uns so lange geärgert haben in diesem Kriege, von ihnen. Ich kann es noch gar nicht fassen. Von den neuen Niederlanden kriegen wir fast alle Gebiete. Ohne große Probleme. Das wird aber sehr viel administrative Effizienz für unsere zwei Nationen hier bedeuten. Das kriegen die aber hin. Forderung senden. Zack. Neu-Rom ist dadurch natürlich sehr gewachsen. Schaut mal an, sogar das hier hat Neu-Rom bekommen, anstatt byzantinisch Louisiana. Das ist schon ein bisschen unschön. Und wir haben 515.000 Mann verloren, der Feind 374.000. Nur die Niederländer, wohlgemerkt, nur die Niederländer. So, ich fasse mal, kann ich die Armee, ach, die, ich muss die gar nicht zusammenfassen. Dann machen wir mal Folgendes, so. Hier wird es nämlich bestimmt ein paar Aufstände geben, deswegen lasse ich mal unsere Söldnerarmee hier noch stehen. Und ich schicke auch hier nochmal ein bisschen Geld hin. Dass sie das alles in den Griff bekommen. So. Gut, das heißt, wir können hier Frieden schließen. Den eigentlichen wichtigen Frieden. Hä, wieso kriegen wir jetzt hier mehr aggressive Expansion? 55. Das kostet 40. Ich überprüfe nur nochmal, ob das hier dann teurer ist, wenn ich einen Separatfrieden mache. Ja, das ist eindeutig teurer. Gut, dann machen wir trotzdem hier mit den Frieden. So, ist gefühlt teurer geworden. Ah, das ist halt schon nicht wenig hier. Österreich, Bayern. Eieiei, das ist schon hohe aggressive Expansion. Ach, wollen wir es hier wieder wagen gegen eine Koalition? Oh, das wäre schon eine starke Koalition. Was passiert denn, wenn ich hier was weglasse? Testen wir es einfach mal. Dann ist es immer noch so viel. Ach, ist das jetzt durch... mein Fehler. Dann, die Kolonien haben doch so viel aggressive Expansion nach Europa gebracht. Ui, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Das ist jetzt schlecht. Da, dann hätte ich es nicht gemacht. Verdammt. Ich dachte, das bleibt in Nordamerika.
Ach, hier ist ja noch ein Gebiet von Savoyen. Stimmt. So. Rebellen haben die Grenzen überschritten. Die müssen wir gleich mal bekämpfen. Aufstieg des Klerus haben wir. Hier müssen wir die Rebellen auch bekämpfen. Ich warte jetzt tatsächlich nochmal ab, bis das Jahr vorbei ist, dass wieder ein bisschen aggressive Expansion zurückgeht. Naja, hätte ich das gewusst, hätte ich ein bisschen weniger genommen, tatsächlich. Das war mir leider nicht klar. Wir haben aber auch schon den Ruf nach Frieden jetzt. Das ist nicht so gut. Das ist überhaupt nicht gut. Da denkt man, man kommt mal ein bisschen voran und dann hat man doch wieder so viel aggressive Expansion. So, hier haben wir eigentlich überall ganz gute Beziehungen. Hier könnten wir mal die Beziehungen nochmal verbessern, mit der Staatsehe auch. Mal ein bisschen die Zeit erhöhen. Preußen besetzen das jetzt sogar, oder was? Frankfurt ist aber noch nicht erobert. So lange warten wir auf jeden Fall mal ab. Noch ein neues Flaggschiff nehme ich auch gerne an. Und ich baue noch ein paar Gebäude. Ein paar Manufakturen hier. Und noch ein paar Zahlhäuser, die sich richtig lohnen. Rathäuser, die lohnen sich nicht so richtig. Und ich habe es noch nicht mitbekommen, dass es sich lohnt, angeblich. Baue trotzdem mal zwei, vielleicht bringt es ja was. Hier in Kairo natürlich eine Handelsbörse und in Damaskus auch. Für die Armee wieder ein paar Sachen. Ja, dann haben wir schon kein Geld mehr. So schnell gibt man sein Geld aus, Freunde. Ich glaube, ich werde tatsächlich noch ein weiteres Jahr warten. Dass wieder die aggressive Expansion noch etwas sinkt. Das ist jetzt blöd, weil die Niederlande haben jetzt so hohe aggressive Expansion. Die werden jetzt in Zukunft immer bei einer möglichen Koalition dabei sein. Ja, da wollte ich zu stark hier. Ui, Revolutionäre sogar. Wieso gibt es denn jetzt diese Revolutionäre? Da müssen wir uns direkt mal drum kümmern. Ja, da gibt es jetzt viele Revolten, um die wir uns kümmern müssen. Aber das machen wir mal. Das Jahr ist gleich vorbei. Das heißt, wir können jetzt aber auch erstmal nicht gegen Spanien Krieg führen, weil wir jetzt zu viel aggressive Expansion dann haben. Oder wir müssen es dann doch nochmal mit einer Koalition aufnehmen, habe ich das Gefühl. So. Machen wir doch nochmal Separatfrieden in der Zwischenzeit mit Frankfurt. Ich hoffe, die haben ein bisschen Geld. Nein, die haben natürlich auch kein Geld. Dann erzwinge ich aber auch hier die Religion. Memmingen-Bündnis. Na, eigentlich ist das ja eigentlich egal. Naja. Gut, Forderung senden. Frankfurt, Separatfrieden. Okay, und jetzt, länger kann ich nicht warten, wir müssen jetzt den Frieden schließen. Also, wie hoch wäre die Koalition? Ja, okay, jetzt hält sich es einigermaßen in Grenzen, wenn wir es so machen. Das ist dann Ravensburg, und wenn ich das hier mache, ist auch nur Ravensburg, oder? Dann könnten wir es noch machen. Ja, dann wage ich es mal, dass wir eine Koalition vielleicht bekämen. Ich wage es. Ich will jetzt endlich hier vorankommen. So, Forderung senden. Gleich mal wieder sehr viel Überdehnung leider. Und die muss weg, die Überdehnung.
So, und wir haben aber eine Mission geschafft, und zwar Rückeroberung Norditaliens. Rom ist wieder Teil des Imperiums, nun können wir den Blick nordwärts richten. Und zwar bekommen wir jetzt Folgendes. Toskana erhält effiziente Integration für 15 Jahre, Umbrien auch, Emilia-Romagna auch. Und wir bekommen dauerhaften Anspruch auf Lombardei, Piemont und Ligurien. Sehr schön. Ja, fehlt noch die Rückeroberung der Lombardei. Das sollten wir doch noch schaffen, diese Mission hier auch noch abzuschließen. Und wir warten immer noch hier auf die Konvertierung Kleinasiens. Hä? Wartet mal. Wieso wurde denn hier nicht konvertiert? Ich habe doch den Befehl gegeben, dass das konvertiert wird. Oh, das dauert jetzt natürlich wieder ewig. 92, 4 Jahre. Ja, hoffentlich schaffen die es dieses Mal. Hoffentlich schaffen die es dieses Mal. So, wo gibt es denn jetzt die großen Unruhen bald? Also hier. Hier haben wir auch schon eine Armee stehen. Hier haben wir auch eine Armee. Ja, ich muss wieder ein Armeenlimit drüber gehen, sonst haben wir keine Chance. Okay. Staatsehe mit Preußen. Wie sieht's denn aus? Wie alt ist denn unser... Ja, 14. Ja doch, wir müssen es annehmen. Nicht, dass die noch unser Bündnis aufkündigen. Das wäre nicht so gut. So, können wir uns gleich mal wieder um die Rebellen kümmern. In Tanga mit Militärmarsch hinmarschieren, bitte. So, und hier müssen wir auch noch für Frieden sorgen. Wahrscheinlich hat jetzt natürlich Urbino... Ah doch, die haben auch wieder eine gute Meinung von uns. Staatsehe, und dann können wir jetzt endlich denen ein Geschenk schicken und die endlich annektieren. Es wird aber auch Zeit. Genua. So, und zwar bitte einmal schnell ein Geschenk schicken. Und dann endlich annektieren. Karl! Nee, Karl der Große wollte ich schon sagen. Konstantin der Große ist an der Macht. 444, ein guter Herrscher. Und wir annektieren jetzt. Urbino, und ich möchte nochmal gucken. Er ist kontaktreich. Kosten für Berater gesenkt. Das ist sehr gut. Ich hätte jetzt gern jemanden gehabt, der die Unruhen verringert, aber da bekommen wir scheinbar niemanden mehr. Das ist ärgerlich. Ja, hier gibt es auch niemand Gutes. Und verringerte Unterhalt der Armee ist immer gut. So, gehen wir mal hier mit den Armeen hin. Nach Parma. Und ich wollte doch, habe ich hier unten die... Genau, das habe ich schon... Ach ja, hier in Algrave, hier wollte ich noch was bauen. Dafür muss ich wieder was abreißen. Die große Werft. Wir sind ja auch nicht über dem Limit, oder? Nö, Schiffslimit sind wir nicht drüber und auch Armeelimit. Wir könnten noch 100 Einheiten bauen. Dafür brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Rekrutenreserve, aber dann machen wir das auf jeden Fall noch, wenn die Zeit gekommen ist. So, wir kümmern uns hier derzeit um den Rebellenabschaum. Jawohl. Machen wir hier wieder den. Der Adel fordert Privilegien von mir aus. Sollen sie die Privilegien bekommen? Wir gehen mal jetzt kurz unsere Festungen durch. Nicht, dass wir noch irgendwo schwache Festungen haben. Wir haben genügend Geld, um alle auszubauen. Also hier sind überall Stufe 8 Festungen. Hier haben wir halt nirgendwo noch Festungen, aber... Ja, doch, hier könnten wir noch eine Festung haben. Das wäre ganz gut sogar. Auch wenn hier Wüste ist, baue ich eine Festung. Hier haben wir überall Stufe 8 Festung. Hier ist eine Stufe 4 Festung in Dara. Wir haben derzeit nicht genügend Geld mehr, um die auszubauen. Trockenland. Hier wäre eine Hochebene. Das würde sich mehr lohnen. Dann bauen wir hier nochmal eine Festung, wenn wir wieder genügend Geld haben. So. Gut. Ui, Revolutionäre in Sachsen. Das müssten aber die Sachsen doch alleine schaffen, oder? Ja. Das wäre jetzt schlecht, noch eine weitere Revolution zu haben. Diplomat ist gestorben.
Wollen wir den mit den Zöllen holen? Ja, der Rest bringt uns eh nicht so viel. Und jetzt bräuchten wir auch übrigens wieder Staatsehen, aber ich habe die vorher leider alle schon geschlossen. Ja. Transsilvanien. Ne, wir haben überall... Wir könnten hier aber auch bald annektieren. Tun wir nochmal die Beziehungen verbessern. Zeiten der Not. Ich würde sagen, wir holen uns wieder... Was holen wir uns denn? Verwaltung, Diplomaten, Generäle. Ja, Manpower. Wir brauchen immer Manpower. Wir können 314.000 Manpower haben. Das soll erstmal aufgefüllt werden. Eine Helfende hat 5.000 Mann, immerhin. Und die Beziehungen zu Preußen sind wieder gestiegen. Ja, von mir aus machen wir mal Zoll hier. Und auch hier tun wir nochmal ein bisschen die Beziehungen. Also unsere Bündnispartner müssen wir jetzt schon noch ein bisschen bei der Stange halten. Ja, hier unten ist sogar die aggressive Expansion nicht so schlimm. Naja, minus 34, minus 21. Wenn wir jetzt ein paar Jahre warten, irgendwann in den 90ern, denke ich, können wir dann unseren Feldzug gegen Spanien machen. Wie gesagt, gegen Persien, die Mamelucken, habe ich kein Interesse mehr, Krieg zu führen. Höchstens noch gegen die Russen irgendwann. So, hier bräuchten wir auch nochmal einen Anführer. Die Frage... Was können wir eigentlich als letzte Idee machen? Genau, wir können keine militärische Idee mehr machen. Das heißt, wir müssten eigentlich genügend militärische Punkte haben, dass wir auch noch einen weiteren Anführer übers Limit haben können. Und ich will nicht unseren großartigen Kaiser gefährden. Gehen wir mal hier hin. Hierhin. Oh, hier im Süden bräuchten wir eigentlich die Armee. Das bedeutet wiederum, dass ich die Armee dann gleich weiterschicken werde. Und zwar dorthin. Ah. Kurz stehen bleiben. Wir müssen doch nochmal hier hin. Oh nein! Es gibt noch einen Ruf zu den Waffen. Ich will doch keinen Ruf zu den Waffen mehr. Gegen Ungarn ausgerechnet. Ungarn ist aber winzig, oder? Und Österreich hat Bayern den Krieg erklärt, Nationalismus, und Preußen kämpft gegen Ungarn und Hessen. Ja gut, das ist ja... das ist ja nix. Wer hat denn da welche Ansprüche? Können wir mal kurz schauen. Ja, die wollen die ungarischen Gebiete. Oh, die wollen auch die Gebiete von Transsilvanien. Ah, das ist nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. Ich hoffe, dass das nicht so große Probleme bringt. Ja, die ungarischen Gebiete brauchen wir aber nicht unbedingt, deswegen sollen das ruhig die Preußen erobern. Von mir aus tun wir einfach, oder wir, sie müssen es ja nicht erobern. Ja, wie erwartet gibt es jetzt überall diese Aufstände. Schon wieder so ein Riesenaufstand in Kairo. Okay, aber wir sollten noch das jetzt alles in den Griff bekommen. Aber hier gibt es keine Aufstände mehr, komischerweise. Sehr seltsam. Aber in Tunis. Nicht gerade kleine Aufstände. So, ich beginne jetzt hier schon mal wieder unsere Truppen zu stärken. Unsere Armeen zu erhöhen. Überall 15 ist immer gut. Es gibt eine weitere Revolte. Oh Gott, wir. Ach, die haben wir direkt besiegt, glaube ich. Ah, jetzt gibt es aber hier wieder eine Revolte. Zwei sogar. Die kümmern wir uns direkt. Es tut mir natürlich leid, dass ihr jetzt hier die ganze Zeit sehen müsst, wie wir Revolten niederschlagen. Das ist nicht das Allerspannendste. Aber es ist notwendig, leider, manchmal. Der Krieg gegen Hessen ist schon vorbei.
Und der Krieg gegen Ungarn. Haben wir jetzt das ungarische Gebiet bekommen? Nee. Wartet. Also Hessen schloss Frieden für Geld. Und Ungarn schloss Frieden, indem sie auf ihre Ansprüche. Ach, die wollten einfach nur, dass die Ansprüche verzichtet werden. Okay. Verrückt. Sehr verrückt, würde ich mal behaupten. Sehr seltsam. Ja, unsere Unruhe ist halt echt viel zu hoch. Gibt es da nicht jemanden, den wir hier mal bekommen könnten? Ich bin mal bereit, ein bisschen Geld auszugeben, der die Unruhe reduzieren kann. Steuereinnahmen. Schauen wir mal, ob wir irgendwo ein bisschen Glück haben. Ich meine, Steuereinnahmen sind ja schon nicht schlecht. Inflationsreduzierung, nein. Ich will verringerte Unruhe. Nee, das läuft hier noch. Okay. So, wir machen mit den Missionaren nochmal hier weiter. Ah, noch eine Revolte. Aber wir kriegen das in den Griff hier. Wir sollten uns wegen den Spaniern dann auch langsam schon mal positionieren, wenn wir gegen die Spanier Krieg führen wollen. Und zwar, hier schicke ich eine Armee hin. Der Adel will wieder Privilegien. Okay, die Armee hier sollte reichen. Deswegen schicke ich die Armee auch nach Westen. Guale und Trebizond. Wo ist Guale? Irgendwo hier? Ja, tatsächlich. Ah, das kriegen wir hin. Bräuchte dann nur mal eine Staatsehe langsam wieder für unseren Kaiser, dass der heiraten könnte. Wäre recht gut. Revolte in Rom. Komm, da brauchen wir, glaube ich, nicht mal einen General. Päpstlich-nationalistische Truppen. Die Kosakenaggression. Ja, die Meinung von Spanien ist uns sowieso egal. So. Aber hier bräuchten wir einen General. Nehmen wir doch einfach mal hier den. Oder nehmen wir den hier. Cordoba. Ist der Cordoba? Ich habe mich, glaube ich, verschaut. Ne, Christophoros war das. Auf nach Venedig. Genau, ein Flotten-Upgrade wäre auch mal gut. Ja, wir holen uns wieder ein bisschen Loyalität. Habe ich nicht. Ah ja, hier sind auch noch die Großkampfschiffe. Und ich würde gerne mal alle Schiffe verbessern. Hier gibt es eine Revolte nach der nächsten und langsam ist das Land befriedet. Wir geben ein bisschen Geld aus für die Kaufleute. Und wir haben einen Grenzdisput gegen Portugal. Ja, kriegen wir in Anspruch. So, naja, da marschieren wir schon hin. Und, was ist das hier? Rechtmäßiges Eigentum. Welcher Untertan ist das? Urbino. Arezzo. Oh, Abfall von Arezzo nach Urbino. Ehrlich gesagt ist das. Nein, das machen wir nicht. Und wenn Urbino ein bisschen Freiheitsstreben bekommt, ist das nicht so schlimm. Die annektieren wir ja bereits. Dieses Land. Sollte also jetzt nicht so schlimm hier sein. Ah, und hier warte ich mal lieber noch mit der Annektierung. Und ein Befehlshaber ist irgendwo gestorben. Interne Konflikte in Jagland, okay. Mit wem ist denn jetzt Spanien eigentlich verbündet? Portugal in Dongo, das ist ja nicht so viel. Parma haben wir direkt besiegt. Genau, wir lassen mal eine Armee hier. Wir haben halt hier nicht die Seehoheit, das ist das große Problem bei der Sache. Wir brauchen eigentlich noch ein paar Schiffe. Und zwar Großkampfschiffe eigentlich.
Ui. Die Irokesen haben jetzt hier den Krieg erklärt, oder wer hat hier wem den Krieg erklärt? Oh nee, da ist Großbritannien dabei. Wie bitte? Das ist jetzt ein Witz, oder? Verteidiger gegen Irokesen. Hä, wieso ist da jetzt Großbritannien dabei? Nee. Doch. Hä, wartet mal. Doch, die sind tatsächlich mit den Briten im Krieg, die Neu-Rom. Oh, das ist nicht gut. Komm, ich schicke euch nochmal ein Geschenk. Ihr seid doch viel zu schwach dafür. Ihr werdet doch überrannt von den Irokesen. Aber ich will auch ehrlich gesagt euch nicht helfen, also nicht gegen die Briten. Nicht gegen die Briten. So, Freunde, wir bauen jetzt nämlich nochmal ein paar. Geben das ganze Geld, was wir haben, jetzt tatsächlich mal aus für Großkampfschiffe. So. Auch wenn... Ah, die Feinde haben halt immer noch mehr als wir. Ah, die Niederländer sehen uns nicht länger als Rivalen. Echt? Wir können ja mal die Beziehungen verbessern. Auch wenn es nichts bringen sollte. Gut. Hier unten gab es wieder eine Rebellion. Kein Problem. Schokoladenimporte. Ja, die nehmen wir gerne. Mehr Rekrutenreserve. Bringen die Truppen hier schon mal in Anschlagstellung. Holen uns die letzte Fähigkeit. Mehr geht gar nicht. Und die aggressive Expansion ist tatsächlich schon wieder deutlich geringer geworden. Naja, deutlich. Was heißt schon deutlich? Einigermaßen geringer. So, und am Ende der Folge kümmern wir uns hier nochmal um eine Rebellion. So, und dann müssen wir mal schauen, dass wir hier, sobald die Schiffe fertig sind, tatsächlich dann den Krieg gegen die Spanier irgendwie machen. Da muss ich mir aber noch Gedanken machen, wie wir das hinbekommen. So, aber jetzt zum Ende der Folge tatsächlich noch was Schönes passiert, Freunde. Und zwar folgendes. Wir haben jetzt einige wichtige Missionen abgeschlossen. Und zwar konvertiert Kleinasien. Die Menschen in Kleinasien haben unglücklicherweise den Glauben ihrer Eroberer angenommen. Nun, da sie befreit wurden, müssen wir sie dem orthodoxen Glauben zurückführen. Das haben wir gemacht. Wir bekommen 10 patriarchale Autorität und einen dauerhaften Anspruch auf Adana und Syrien. Schauen wir mal kurz, welches Gebiet das ist. Das haben wir, glaube ich, schon, das Gebiet. Okay. Gut, machen wir weiter, denn wir haben die nächste Mission geschafft. Rückeroberung von Antiochia. Die Bedeutung von Antiochia als heilige Stadt kann nicht hoch genug bemessen werden. Wir müssen sie wieder zu einem Teil des Imperiums machen. Das haben wir, Freunde, das haben wir. Und als Belohnung bekommen wir wieder 10 patriarchale Autorität und einen Anspruch auf richtig viele Gebiete. Hier sogar auf diese Gebiete noch, von Persien. Des Weiteren, Rückeroberung Jerusalems. Der nächste Schritt unserer Wiedererstarkens sollte in der Rückeroberung Jerusalems bestehen. Wir bekommen nochmal patriarchale Autorität und wieder Ansprüche. Wie viel patriarchale Autorität haben wir? 45, nicht schlecht. So, und Alexandria, die einstige Kornkammer Roms, wäre eine fabelhafte Bereicherung für unser wieder auferstandenes Imperium. Und wir bekommen Ähnliches wieder. Und als nächstes, die große christliche Ost-West-Teilung durch die Arroganz von Papst Leo den 9. 1054 hervorgerufen, könnte endlich wieder gut gemacht werden. Wie von Kaiser Justinian 531 beschlossen, ist der Bischof von Rom nur einer von 5 Patriarchen gleichen Ranges mit denen von Konstantinopel, Antiochia, Jerusalem und Alexandria. Wenn alle 5 Patriarchen unter der östlichen Kirche vereinigt werden können, gibt es Hoffnungen für eine neue Einheit. Und diese neue Einheit, die haben wir schon geschaffen. Wir bekommen nochmal patriarchale Autorität, wir bekommen Missionarsstärke und Toleranz des wahren Glaubens. Oh, und im richtigen Moment, wir haben nämlich nicht viel Legitimität, bekommen wir wieder 25 Legitimität und 25 Prestige. Und tatsächlich, das Papsttum wurde deaktiviert, das haben wir aber, glaube ich, vorher auch schon. Sehr schön. Und was ist das jetzt hier noch? Die letzte Mission, erlangt Rom zurück, das haben wir doch schon. Rom muss noch orthodox werden. Wie lange dauert das? 24 Monate. Gut, das heißt, diese Mission, die werden wir auch noch schaffen.
Dann haben wir diese ganze Kette an Missionen abgeschlossen und sobald wir die Lombardei zurückerobern, haben wir auch die Missionskette abgeschlossen. Und sobald wir Spanien hier zurückerobern, haben wir dann, denke ich, alle Missionen, die möglich waren, in der byzantinischen Missionskette abgeschlossen. Wir steuern also in eine glorreiche Zukunft hin. Wir werden nicht das Römische Reich wiederherstellen, dafür bräuchten wir Gebiete von Frankreich und Großbritannien, das schaffen wir nicht mehr. Aber wir schaffen es, denke ich, dass wir die Herren des Mittelmeers werden. Also, bis zum nächsten Mal, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.